Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Es ist wieder Champions League Zeit und das heißt Prognosenzeit, Leute, alter Schwede. Jo, Dortmund sicherte sich im Hinspiel mit einem 4:2 eine gute Ausgangslage in Petersburg und hat jetzt zu Hause alle Fäden in der Hand. Wir haben im Hinspiel 1:0 gewonnen und ich muss direkt sagen, dass ich jetzt eventuell etwas leiser sein könnte, weil erstens ist Dienstagabend, ich muss so ein bisschen Rücksicht auf die anderen nehmen und zweitens kam ich gerade erst vom Training und bin ein bisschen kaputt. Und ja, mal gucken, was wir hier zaubern können, zumal Dortmund eine komische Aufstellung hat, das will ich euch noch zeigen. Die spielen nämlich im Sturm. Da seht ihr, mit Schieber, Lewandowski auf der Spielmacherposition, total für den Arsch. Also, keine Ahnung. Total komisch. Naja, nehmen wir so hin, spielen wir bis zur Halbzeit so und dann wechseln wir den Schieber aus. Bin ich gemein. Ich hoffe, es läuft hier alles flüssig, weil im Hintergrund lade ich gerade noch den Part Chelsea gegen Galatasaray hoch. Der war schon mal gut. Sieht soweit auch relativ flüssig aus. Über die rechte, okay. Oh, der war gut. Naja, war ich. Ja, ich war doch zufrieden. Damit nicht, weil da sind wir scheiße gelaufen und Halt ist schnell. Schnell vom Ball getrennt. Oh, der war so nicht gewollt. Und dann nimmt der den da, spielt ihn doch in den Sturm, alter Schwede. Schön, Pischick ist schnell. Hey, der hat mich doch gefault. Schiri! Dann holt Aubameyang sich den Ball hier zurück. Hand! Alter, das war doch eindeutig Hand. Ich verstehe nicht, was mit dieser Scheiße los ist. Früher hat der alles gepfiffen. Schön Pischick. Wir haben hier keine Chance. Wir sind der BVB. Lewandowski. Schöner Ball. Boah. Nee, er war gut. Halt zum Maul, da, du Kommentator. Er war top. Tor hat auf dem falschen Fuß fast erwischt. Oh. Der war nicht so top. Schön Pitchcheck. Nee, der war nicht so gut. Nur zustellen. Nee, das ist nicht zustellen. Das war den Weg frei gemacht. Ja, da dranbleiben. Ja, nein, keine Ecke. Aber wie will man halt anders verteidigen? Da bin ich zu doof für. Bin ich auch. Oh Gott, nee, der steht mal schlecht. Okay, alles locker, komm. Lauf doch, Aubameyang. Wenn er mich nicht angreift, dann gehe ich eben da lang. Hol den Ball, schnell, jawohl. Kehl. Ach, doch nicht mit Kehl. Ah, muss ich mal probieren. Ist halt nicht Kehls Stärke, ne? Dafür ist er auch nicht da. Unser Ball. Hab schon wieder Kopfschmerzen, also das ist mit meinem Kopf immer noch nicht wirklich besser. Ich habe da mal vor 2 Wochen freitags einen Tor rausgekriegt, einen schönen. Und seitdem. Lewandowski. Ah, kommt er nicht vorbei. Ist halt der Stürmer, der ist so weit hinten, ist der ein bisschen falsch aufgehoben. Ah, ich komme momentan nur über Fernschüsse da rein. Ja, auf jeden Fall, bei Anstrengung merke ich noch, dass der Schädel ein bisschen sehr brummt. War wahrscheinlich doch eine Gehirnerschütterung, aber läuft. Na, oh, oh.
Oh. Schön da antizipiert. Das nennt der Student antizipieren. Das ist kein Abseits. Da pfeift doch erst früher, Mann. Da kann er schon pfeifen. Weiter, aber nein, der muss ja warten. Also hier gesehen, dass der versucht, an den Ball zu kommen. Meine Fresse, ey. Schieber. Schalt doch nicht ab, du Flachpfeife. Och Mann, bin ich aber auch dämlich. Ja, war klar, dass er es pfeift. Obwohl ich immer noch finde, dass die Grätsche sauber ist. Kriegt den Ball. Und er pfeift es immer. Oh, dann nimmt der mir den. Das kann ja nicht sein, dass er mir dann den Verteidiger wegnimmt, ne? Den Ball hätte ich locker bekommen, das wäre nie gefährlich geworden. Nein, besser will er, dass er gefährlich wird. Ja, komm, den nichts anbieten, dann passt das wieder. Jetzt haben wir. Oh, und dann stehen die sich gegenseitig im Weg, die zwei Vollidioten. Wird brandgefährlich. Ah, nee, da hat der Schieber lang nicht das Tempo zu. Oh Gott, was ein müder Kick, ey. Ich halt vorne den Klo. Oh, Mann. Aber Dortmund wäre damit weiter. So, Aubameyang. Hierhin. Großkreuz. Erstmal. Bring mal links. Rechts Hoffmann George. Spiel fortsetzen. Bitte kein Wechselback, komm. Jawohl. Das ist ja ein richtiges Arbeitsbeschaffungsprogramm. Drei neue Spieler in der Partie. So, jetzt aber. Jetzt habe ich keine Ausreden mehr. Jetzt haben wir eine bessere Aufstellung, mit der ich hoffentlich besser zurechtkomme. Und jetzt müssen die Erfolge auch her. Ha, sah schon mal nicht so schlecht aus, aber reicht noch nicht. Schein. Marco Reus. Ah, Schein fehlt einfach das Tempo. So ein guter Fußballer, aber einfach viel zu langsam. Gerade hier in FIFA merkt man sowas. Oh, ganz deutlich. Oh, lauf mal zweimal am Ball vorbei. Schön, Reus. Hey! Junge. Klares Foul, er grätscht ihn so richtig ab. Ruppig, blutig. Der Schiedsrichter wertet diese Grätsche richtig. Hummels. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Ja, wohin, Leute? Och. Stehen aber auch eng da hinten, die Schweinzieht. Oh, Shahin mit rechts. Erster guter, richtig guter Abschluss. Shahin mit der Ecke. Es gibt Freistoß, so steht es in der Regel. Warum? Die Gäste wollen warum? Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. War nicht aufgeschützt, kein Geil. Ich verstehe das nicht. Jetzt also die Auswechslung. Das Gute ich verstehe es nochmal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Treffer. Marco Reus. Oh. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Lewandowski.
Ey! Ey! Nee, mit einer Ecke bin ich überhaupt nicht zufrieden. Das hätte Elfmeter geben müssen. Der senkt den doch voll in mir rum. Komm, da ist Platz und drauf. Boah. Wird gefährlicher. Werdet euch einig da unten. War nicht schlecht. Volles Risiko. Kam auch gut an. Aha! Es geht zu einfach, Jungs. Wir haben keinen Zugriff und da stehen wir Kilometer weg und... Oh, was macht Weidenfeller denn da? Gefährlich. Den habe ich nämlich diesmal nicht rausgeholt. Der ist eigenhändig ständig... Oh, ständig verlieren wir den Ball. Hulk! Nix. Wollte schon sagen, wenn du das heißt, ist aber für mich Ende. Geh mal da ab, komm, du bist schneller. Oh, oh, Millimeter zu lang, Mist. Komm, lieber, druck da. Jawohl. Wenn das mal nicht gefährlich wird, das sind sie druck, hätte man sofort. Und weiter heißt es aufgepasst. Das ist jetzt die Ballbesitzstatistik. Aber von einem Vorteil für irgendein. Erst Lever, dann Aubameyang. Hinten sind die unsicher. Oh. Oh. Djoic. Sahin. Aubameyang. Und 1-0. Bam, 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 baby. Es läuft so, hat sich angedeutet und war längst überfällig. Hier schön die Drehung, zack, nochmal nach rechts gezogen und dann rein damit. Aubameyang! Wieder 1-0, wieder ein bisschen wenig, aber war wieder mehr drin. Ja? Ja? Ah, fast. Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Das Stadion zischt, das Stadion kocht, Buschi. Bleibst du mal bitte außen? Oh, laufe ich dreimal am Ball vorbei. Und jetzt ist mentale Stärke gefragt und natürlich diese unfassbare Rückendeckung durch die Fans. Das könnte entscheidend sein. Schön von Lewandowski und ab dafür. Komm, komm, komm. Oh, schade. Och, trenn dich eher vom Ball. Hat nur mal ganz kurz geruckelt, unser Ball, kein Problem, oh Leute. Ganz kurz, Dani kommt, oh, jetzt kommt der erste Prominente hier. Kein Ballverlust, jawohl. Ah, ein Tick zu lang. Wäre gut gewesen. Schön dahin. Ach, schon wieder ein Tick zu lang. Was ist denn los, Schein? Trink mal Zielwasser, Alter. Komm, Deutsch, du hast heute noch gar nichts gearbeitet. Jawohl. Haut da hin. Oh, der wäre gut gekommen. Och, Schmelzer. Naja, was soll's, was soll's, was soll's, können wir uns, ja. 2x1-0 gewonnen, damit sind auch wir weiter und in der Realität sollte Herr Dortmund wohl auch keine allzu großen Probleme haben, weiterzukommen. Die Auswärtstore immerhin gemacht, da muss schon viel schief gehen. Aber man hätte ja auch nicht gedacht, dass sie Gladbach verlieren. Fußball ist halt immer für Überraschungen gut, aber ich glaube diesmal nicht. Und Spieler des Tages, Aubameyang, man merkt, Lewandowski war in der ersten Halbzeit abgemeldet, in der zweiten Halbzeit, naja, viele Bälle, die ein Stück zu lang waren, Reus auch nicht wirklich überzeugend, Hoffmann nicht wirklich, Schai mit einer guten Partie und ja, was soll es. Dortmund ist weiter, mehr zählt hier nicht, von daher, liebe Leute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part, wenn es heißt
Manchester United gegen Olympiakos Piräus oder umgedreht, das werden wir gleich erfahren. Bis dahin, danke fürs Zuschauen nochmal. Ciao, ciao.